Wann werden endlich die letzten Atombomben vom deutschen Boden abgezogen? Dafür gibt es keinen Zeitpunkt. Wir haben einen geringen Bestand an atomaren Waffen der NATO, amerikanischen Waffen hier in Deutschland. Wann kommen die weg? Das bleibt auch so lange bestehen, wie die NATO diese Waffen für notwendig erachtet, weil es nicht sein kann, dass wir als Deutsche, die wir in gewisser Weise hier in Europa natürlich an einer besonderen Grenze gestanden haben über Jahrzehnte, dass wir Deutschen uns da einseitig rausziehen. Die NATO ist der Meinung, dass wir solche Waffen in der NATO brauchen. Das ist unsere gemeinsame Aber wir sind doch Teil der NATO, wenn wir sagen, nicht bei uns. Na, wir halten sie in dem begrenzten Umfang, wie sie ja in den internationalen Abrüstungsverhandlungen vereinbart worden ist, zur Abschreckung für notwendig. Es sind ja um ein Vielfaches weniger, als das im Kalten Krieg der Fall war. Aber das Prinzip, dass solche Waffen so lange zur Abschreckung da sein müssen, wie die andere Seite sie auch hat. Der amerikanische Präsident verfolgt das ehrgeizige Ziel Zero Nuclear, also null Atomwaffen. Das würde auch bedeuten, dass sie abgezogen werden wird. Aber ich habe gesagt, ich sehe keinen realistischen Zeitpunkt, den man nennen könnte, zu dem das erreicht. Vielen, vielen Dank, Jürgen. Das war's. Dankeschön. Tschüss.